Und dann habt ihr ein Problem. Weil ihr habt diese Dingsbums nicht gelesen. Aber jetzt habt ihr diese Folge gesehen. Ihr wisst Bescheid, das passiert euch nie wieder. Ja, aber wir gehen dann die Kopfschmerzen weg. Ich sehe gar nichts mehr. Ah. Bei mir, oh, das war jetzt hier so. Naja, der geht schon irgendwie. Anderes Glas? Oh, ich muss auch wieder weglegen. Ich dachte, das Kaffeeding nicht da runterkommen. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. So, Anni, dein Kaffee ist auch fertig hier. So, wir haben noch early in the morning hier, aber wir sitzen schon hier und tippen hier rum. Und dann gleich ein paar Fahrstunden. Ich hoffe, das wackelt nicht zu viel. Hä? Gleich ein paar Fahrstunden und dann mittags bin ich wieder im Büro und check, was ich mir geholt habe. Meine 3-Tages-Ration. Ja, ja, ja. Ich kann ja nicht mal Kaffee, ich habe ja keinen Kaffeeautomat im Auto, also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Yes, ja, dann schauen wir mal, was so passiert heute. Bis später. Es ist schon wieder 8:30 Uhr, es ist ganz schön dunkel, Freunde. Und ich verrate euch mal ein Geheimnis. Alter, Will, ich habe Kopfschmerzen. Kennt ihr diese Tage, wo man denkt, ah, das ist so ein Tag. Ich denke so, ah. Aber jetzt noch ein Schluck Wasser. Und dann ist, glaube ich, gleich Feierabend. Warte mal, ich mache mal einen anderen Halter eben hier dran. Jetzt ist aber gut. Wisst ihr, was ich euch eigentlich erzählen wollte? Jetzt, wo ich hier mit meinen Kopfschmerzen da so... Oh, das war schief. Jetzt, wo ich hier so unterwegs... Oh, ne, warte. So. Jetzt müsste es gehen. Also, so. Ne, ich habe gar keine Sonnenbrille auf. Hier irgendwo eine Sonnenbrille rumfliegen. Autofahren, ne? Darf man ja mit... also, kennt ihr diese komischen Schienen, die man so manchmal oben hat oder sowas? Hier so sehen... anders, pass auf. Ich hatte letztens... Warte. So, da bin ich wieder. Also mich hat letztens eine Fahrschülerin angerufen, die hat schon länger ihren Führerschein und die so, Rob, und ich so, ja, und sie so, du, und ich so, ja, und sie so, ich habe da mal eine Frage, und ich so, okay, und sie so, ich habe so ein Ding um Arm, darf ich damit Auto fahren? Und ich so, was für ein Ding? Jetzt pass mal auf, ich suche mal eben hier, so ein Ding, darf ich damit Auto fahren? Nee, darfst du nicht. Weil alles, was euch einschränkt, irgendwie beim Autofahren, also hier so Gips, Dings, Bums oder so Schuh-Dingens, Gelenk, wisst ihr so, Gips-Dinger, wenn man da irgendwie mal so Knöchel, Bänderriss oder sowas drum hatte, jetzt sagt ihr ja, Bänderriss ist ja klar, mit dem Gips um Bein fahre ich nicht. Ja, ihr. Aber da gibt es andere. Und also alles, was euch irgendwie in körperlichen Bewegungen einschränkt oder sowas, damit darf man kein Auto fahren. Damit aber nicht genug, jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, wie viele von euch bei Kopfschmerzen sich hier... Es gibt doch diese Aspirin und diese ganzen Dinger, ne? Da diese Tabletten. Das ist ja so eine allgemeine Lösung. Dann hat man irgendwie so, ah, und dann haut man sich so ein Ding rein und dann geht's wieder ab. Andere setzen eine Mütze auf, dann geht's auch wieder. Aber, oh, wusstet ihr, dass man mit Aspirin-Komplex kein Auto fahren darf? Ne, darfst du nicht. Pass auf, lese ich dir vor. Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage oder fragen Sie den Arzt oder Apotheker-Dinger. Die liest ja keine Sau, ja? Aber ich lese euch mal vor, was da drin steht bei Aspirin-Komplex. Da steht drin, während der Behandlung mit Aspirin-Komplex kann Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt sein. Das Risiko kann noch verstärkt werden, wenn Sie gleichzeitig Alkohol trinken. Wer hätte das gedacht? Dies muss bei Tätigkeiten berücksichtigt werden, die insbesondere Aufmerksamkeit erfordern, zum Beispiel Autofahren. Ja, das heißt also, wenn ihr euch Aspirin-Komplex reinpfeift, dürft ihr kein Auto fahren. Und da gibt es noch ganz viele. Also es gibt noch welche, mit denen besteht man auch keinen Drogentest und so, die verrate ich euch jetzt aber nicht, weil nicht, dass ihr da und so weiter... Aber zieht euch das mal rein. Aspirin. Also ich meine, das ist... Da fahren viele mit Auto.
Aber kommt das irgendwie zu einem Unfall? Also ich meine jetzt nicht, hinten rollt einer irgendwen drauf, sondern so ein schweres Ding, wo eventuell auch Leute bei kaputt gehen oder beschädigt werden, also hier Kratzer, gebrochen vielleicht oder so, dann kann das sein, dass die Polizei euch generell so Blutuntersuchungen auch macht, wenn die Zweifel daran hat, dass ihr fit seid. Und dann habt ihr ein Problem. Weil ihr habt diese Dingsbums nicht gelesen. Aber jetzt habt ihr diese Folge gesehen. Ihr wisst Bescheid, das passiert euch nie wieder. Yes! Ja, mit Aspirin. Komplex. Kein Autofahren. Und mit Kopfschmerzen auch nicht. Auch keine gute Idee. Ja, ich melde mich gleich. Ich probiere jetzt gleich nochmal einen Kopfstand. Vielleicht geht's dann wieder weg. Ja, aber wir gehen dann die Kopfschmerzen weg. Ich sehe gar nichts mehr. Ah. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Und ja, dann sehen wir uns auch schon übermorgen wieder. Ne? Passt auf euch auf. Tschüss. Da abonnieren. Ich sehe gar nichts mehr. Ja? Ne, ich glaube nicht. Jetzt aber Feierabend.